Moin Moin und willkommen zurück zu FIFA Let's Play FIFA 14. So sieht's aus. Ja, es ist grausam. Es ist momentan Torschützenkönig Robbie Keane mit Olic und Didavi. Ja, gegen Keane haben wir ja einen Elfmeter gehalten, das ist schon mal toll. Jetzt kommt das Spiel Nachholspiel gegen Wolfsburg. Was absolut schon mal kacke ist, weil wir international dann auch noch spielen, sehen wir hier gegen PSV Eindhoven. Dann spielen wir noch gegen Schalke, dann spielen wir noch gegen Mainz und dann haben wir mal wieder eine ganze Woche lang nichts. Es ist natürlich sehr bitter. Gegen Schalke ist, glaube ich, das ist nicht das letzte Spiel. Mainz haben wir danach. Das danach gegen, ach ja, Bayern und Hertha. Hier unten spielen wir den DFB-Pokal. Ein Tag nach Weihnachten ist auch schon mal toll. Brøndby haben wir auch noch hier. Und somit sagen wir mal, wir spielen gegen Wolfsburg. Ziel ist es, gegen Wolfsburg zu gewinnen. Ne? Ist klar. Wolfsburg spielt mal im Heimdress. Wir können im Auswärtsdress dann spielen. Wir spielen im Reservetrikot. Nachholspiel gegen Wolfsburg. Ja, können wir so machen. Können wir so machen, ist bewölkt in Wolfsburg. Aber die Stadien sind eigentlich immer die gleichen, ne? Das finde ich ein bisschen schade. Ach so, ja, dann habe ich das doch am Anfang falsch verstanden. Wir sollen gleich so am Anfang spielen. Oh, Gottes Willen. Ja, komm, den haust du ganz weg. Sehr schön. Oh, der soll eigentlich in die Mitte gehen. Ja, den habe ich voll verkorkst, den Ball. So soll der eigentlich gehen. Und dann die anderen umräumen, aber dann gut. Jawohl, genau, bam! Und sind wir besser? Nee, sind wir nicht. Nochmal bitte. Oh, das war ein total verkorkster, oder? Ja. Und boah, der war noch schlimmer. Der war noch schlimmer. Aber der war gut. Der war sehr schön. Der war auch ganz gut. Jawohl, der war auch ganz gut. Ja, nein, vielleicht. Nee, doch nicht. War ja doch nicht gut. Das sollte eigentlich voll die Wahnsinn hingehen, ne? Der sollte voll die Wahnsinn hingehen. Der sollte eigentlich da lang gehen, ja. Super. Ja, aus der Drehung. Der hat das schön gemacht. Den hat er aus der Drehung schön gemacht. Nochmal. Ich weiß. Ihr wartet das Spiel. Aber das ist alles wichtiges Training. Boah, den haben wir nicht mal touchiert. Ja, das war total Katastrophe. Nö. Komm schon. Oh, das gibt's nicht. Da war der jetzt sitzt. Danke. Aber der war schlecht. Der war schlecht. Das war's. Das ist dann doof gelaufen. Egal, los geht's mit dem Spiel. Willkommen in der Bundesliga. Der VfL Wolfsburg spielt zu Hause gegen den SV Werder Bremen. Und los geht's. Das nächste Spiel steht an, unter der Woche. Wolfsburg kennt das ja schon aus den internationalen Jahren. Bremen kennt das auch schon aus den internationalen Jahren. Aber dass man jetzt unbedingt gegeneinander spielen muss, jetzt am heutigen Tage, das ist natürlich gut. Aaron Hunt. Ah, Kopfball, aber der Ball war relativ ungefährlich. Aber der ist dagegen sehr gefährlich. Olic! Ah.
Momentan der Torschützenkönige. Groß ist jetzt schon verletzt. Mann, ey, das gibt's doch gar nicht. Woran ist der denn jetzt verletzt? Kniezerrung, oh, super. So schnell. Ey, komm, das gibt's nicht. Als was haben wir ihn eingesetzt als Mittelfeldspieler? Ich mach Chiari rein. Ach. Kuzunovic. Pinjowski. Schmitz. Nur trippelt, als ob es kein Morgen gäbe. Und er nimmt ihn an, verwertet ihn aber nicht. Kann ihn überhaupt nicht verwerten. Was ist da los? Aaron Hunt. Schmitz. Pinjowski. Pinjowski. Und aus. Ja, sollte eigentlich eine Flanke werden. Und die Flanke sah mal gut, was weiß ich aus. Aber das war sicher keine Flanke. So, Wechsel. Ja, manchmal läuft es halt nicht so wie erwartet. Groß raus, Macchiardi rein. Nach 17 Spielminuten. Knieverletzung. So sah es zumindest laut den Ärzten aus. Tant. Pinjowski. Gut gemacht auf den Flügel. Di Santo und Schmitz. Einwurf. Schmitz. Ja. Das Abwehrbollwerk der Wolfsburger. Gustavo. Ah, macht er sehr schön. Ulic. Zu weit. Der ist ein Tickchen zu weit gegangen. Und somit gibt es Abschluss. Schuss kurz ausgeführt. Selassie. Macchiari. Pinjowski. Und Spitz. Und Resch holt sich den Ball. Pedersen. Gut. Und Einwurf. Na, der Einwurf sollte, glaube ich, ein bisschen anders aussehen. Perisic. Gut, Q. Q. Alleinweise in Augsburg. Macchiari. Na, gut gemacht, Di Santo. Di Santo. Di Santo! Schöne Möglichkeit. Aber der Ball ist nicht im Tor. Ox. Pinjowski. Kuzunovic. Selas. Wir spielen den Ball hin und her. Selassie. Wir spielen den Ball hin und her. Schluss wieder. War doch völlig verkorkt. Itch.
Benayo, was war das denn? Juzurovic holt sich den Ball. Das haben sie eintrainiert. Und das hat die ganzen Monate überhaupt nicht funktioniert. Und heute funktioniert es. 1:0 für den SV Werder Bremen. Durch die Nummer 16, Juzurovic. Fehler der Wolfsburger, genutzt. So, jetzt heißt es antworten für den VfL. Jetzt heißt es antworten, denn der Gegner ist ein Abstiegsaspirant. Und nicht unbedingt ein Meisterfavorit. Gegen so welche Teams kann man mal verlieren. Gegen Meisterfavoriten, ja. Aber nicht gegen Abstiegsaspiranten. Marciani. Gut gemacht. Oh, schöner Fallrückzieher, aber der klang nicht so ganz. Drehung, Juzurovic. Ja. Marciani. Nächste Möglichkeit. Marciani. Gut gemacht, in die Mitte geflankt. Und die Möglichkeit für Di Santo. Nutzt er nicht zum 2:0. Das wäre schon ein Highscore gewesen für den Trainer von Bremen. So viele Tore in einem Spiel in der Bundesliga gab es nämlich noch gar nicht für den SV Werder Bremen. Dieses eine Tor ist schon ein Top-Wert. Puh. Bloß nicht versagen, bloß nicht nachlassen, Bremen. Bloß nicht nachlassen. So mag der Trainer das jetzt rufen. Ochs. Ochs. Gut gemacht. Und Perisic. Aber der geht doch klar am Tor vorbei. So, wir wechseln. Und zwar, wir müssen ja ein bisschen Energie sparen. Elia rein. Di Santo darf weiterhin spielen. So, Wechsel. Diego für Kuh. Thema. Und ja, Ball geht in die Hände des Schweizers. 75 Minuten gespielt. Ein Stand von 1:0, der völlig unerwartet ist. Durch einen Fehler der Abwehr der Wolfsburger. Oh, gut. Abseits. Aber da steht keiner. Da war keiner zum Abnehmen. Neue Aufbaumöglichkeit für Wolfsburg. Zesch. Schäfer. Gustavo. Diego. Ah, verliert den Ball. Jetzt kann es problematisch werden. Mit Elia. Ah, Ballverlust. 4 Minuten noch zu spielen. Wolfsburg, einer Blamage. Das wäre eine Großblamage. Aber auch andersrum ein Befreiungsschlag für Bremen. Dieses 1:0. Möglichkeit zum Ausgleich. Nein, Mielitz klärt ihn. Und weg damit. Einfach nur noch wegbrechen. Benayo kriegt ihn. Und vorbei. Der SV Werder Bremen gewinnt 1:0. Und haben damit das zweite Tor in dieser Saison erzielt. Und zweites Tor
für den Erfolg. Und Wolfsburg kann sich erstmal fragen, warum das Ganze passiert ist. Schauen wir uns nochmal das Tor an. Das Tor von Juzunovic. Schön. Fein, fein, fein. Spieler ist trotzdem nicht Juzunovic, das ist komisch. Naja, ne? Ist halt so. Gut, Ilija hat leider nicht gepunktet, aber naja. Bringt das nicht. So, keine anderen Spiele da gewesen, ist aber auch völlig in Ordnung. War ja uns klar, dass keine anderen Spiele da waren. So, dann machen wir einmal weiter, nämlich zum nächsten Spiel gegen PSV Eindhoven. Aufstellung lassen wir wieder durch den Aufstellungsassistenten durchrattern. So, weil jetzt ist es ja so, wir spielen gegen PSV, dann kann man auch mit der, ja, kann man auch mit der BF spielen. Aber Sieg, ja. Ne, Sieg ist wirklich, ist unmöglich fast schon. Ist unmöglich fast schon. Wir sind Tabellendritter. Das ist schon mal eine ordentliche Leistung. Wir spielen gegen Eindhoven als nächstes. Und wir wollen in die Ligen jetzt mal schauen. Und zwar wieder, weil das mal wieder Zeit ist dafür, in die Ligen zu schauen. In Belgien ist immer noch Standard Lüttich auf Platz 1. Ja, der schlechteste Verein hat 3 Tore. Ne, wir versuchen jetzt dieses Markum, dieses 3-Tore-Markum, ne, endlich. Dieses 2-Tore-Marke mal endlich loszuwerden. Wir sind dabei 14. Jawohl, wir sind aus dem Abstiegsrang raus. Sehr schön, mit 2 Toren. Ja, andersrum war der FSV auf Mainz 05 nicht gespielt. Dürfen wir also noch nicht allzu hoch pokern. Aber ich würde mal sagen, das ist schon mal gut. In der zweiten Liga ist Köln vor Düsseldorf und Pauli. Ja, das ist natürlich schon mal was völlig anderes als erwartet. Denn Ingolstadt ist auf Platz 4 vor FSV Frankfurt. Das ist für mich persönlich schon eine Überraschung, aber naja, Server ist mal wieder aus. Es ist ja US. Brøndby auf Platz 1 der dänischen Liga, gegen die haben wir ja leider nicht gewonnen. In England ist Tottenham Hotspur immer noch das Siegergehen überlassen, weiß ich nicht. Queen's Park Rangers und Leicester City sind auf dem Aufstiegsrang. Birmingham ist auf dem Abstiegsrang. Das ist natürlich schon eine blamable Leistung. Wolverhampton in der dritten Liga dabei. Wen haben wir denn in der vierten? Portsmouth nur auf Platz 2. Schade eigentlich, aber was soll's. In Frankreich ist Paris auf 1. Monaco auf 8. In der zweiten Liga ist ja leider nicht sehr viel Sinnvolles dabei. Italien auf 1 vor Rom, nämlich AS Rom vor Lazio Rom. Juve hat noch keine Niederlage erlitten, aber irgendwie sind sie dort doch nicht ganz oben. Auch interessant. In der Serie B, oh, das sind auch wieder so Kandidaten, die man halt nicht wirklich kennt, aber ne, dann haben wir die Niederlande. Unser nächster Gegner hat noch keine einzige Niederlage kassiert. Das wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern. Aber naja, wir können es ja versuchen. In Norwegen haben wir Trondheim auf Platz 1, in Polen haben wir Lech Posen auf 1, in Portugal haben wir Braga auf 1, die auch unangefochten auf 1 stehen. In Irland haben wir unseren Gegner Shamrock auf Platz 1, die haben schon 2 Niederlagen kassiert. Russland ist Zenit, Sankt Pochten erster,